Wenn, tut's mir leid. Ja. Zeugträger da, relativ zentral. Und jetzt, ist eine nur eine Frage der Zeit. Wo habe ich eine Staffel verloren? Ja. Hier, ja, richtiges Riesenflugzeuggeschwader. Da vorne. Jo. Und wenn die alle ihre Bomben auf das Hauptquartier abgesetzt haben, sollte das Ding auch neutral sein. Problem hätte ich gleich. Was so blöd ist, wir wissen, dass hier irgendwo Minen liegen, aber nicht genau wo. Nur hier so ein Kreis und ein bisschen wenig eigentlich. Vielleicht das an, ich brauch dich. Mit den fahre ich jetzt hier um den so rum, um von hier aus einzugreifen. Das ist voll reinfahren. So. Gleich kriegen die Amis aufs Maul. Wir werden angegriffen. Ist doch egal. Wie man vielleicht schon merkt, die Dinge halten ordentlich was aus. Die der Gefechtsstand, also. Ich habe ein Kommandogebäude erobert. Da fühle ich mich gleich cool. Der Feind hat einen Träger in die Region verlegt. Ist zwar nicht der große Fisch, den wir jagen, aber immerhin ein Ziel. Hey, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Naja, auch okay. Ist ja perfekt getimt, meine Flugzeuge hier. Nicht so perfekt getimt ist, dass meine Schindens alle in den Tod geflogen sind. Ich kenne mich schuldig. Aber die Flugzeuge und danach noch mein Schlachtschiff sollte das Ding nicht überleben. Und die Bomber, die dabei drauf gehen, tausche ich dann einfach gegen Schindens aus. Hat sich die Sache. Direkt rein. Die Flugzeuge, die da starten, müssen es eigentlich so vom Deck fegen. Aber naja. Wann sei. Ah, so schnell geht das, Freunde. So, als nächstes hier die Schiffe, die Begleitschiffe. Alle auf einen. Sind die schon asozial. So, jetzt muss er schnell genug nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Baby! Ich greife an. Bam! Ich glaube, ich habe mich gerade selbst durch eine Bombe zerstört. So, jetzt starte ich noch zwei Schindengeschwader und dann... hat sich die Sache. Das kann man hier sehen mal, das heißt, das Hauptquartier liegt jetzt hier schon unter den ersten Beschuss meines Schlachtschiffes. Und wenn das neutralisiert ist, hat sich die Sache. Dann muss ich es nur noch einnehmen und dann habe ich gewonnen. Sind wir neutralisiert und irgendwo hier sieht man dann auch Minen. Meine ich also. Kontakt zur Staffel ist abgerissen. Okay, sehe ich jetzt nicht. Also ich fahre jetzt mal hier hin.
Letzter Angriff war. Verdammt. um die Schiffe brauche ich mich glaube ich nicht mehr groß kümmern. Bin ich gerade auf eine Mine gelaufen? Nee. Jetzt gibt's aufs Maul. Das war für all meine Flugzeuge, die ihr versenkt habt. Abgeschossen habt. Boom. Wirklich eine Chance haben die zwei Schiffe nicht. Es war ein bisschen Glück, dass meine Flugzeuge sowieso in der Nähe waren und so schnell dann da sein konnten und Flugzeugträger so schnell versenkt haben. Es war wirklich perfekt getimed, also. Und so vier Judy-Geschwader mit drei Flugzeugen, wo jedes eine 800 Kilogramm Bombe schmeißt, ja. Kann man sich ausrechnen, wie viel Kilogramm da das Deck zertrümmert haben. So, jetzt haben wir aus denen auch noch Hackfleisch gemacht. Nächstes kommen da die Schiffe dran. Damit sage ich dann direkt Gefechtsstand angreifen. Ist vielleicht... Ich schau mal, ob ich hier irgendwo auf Minen laufe. Ja, ich sehe ja nichts. Es hieß ja nur aufklären. Sind die jetzt schon weg? Oder... Ich habe hier noch einen Aufklärer. Damit fliege ich mal dahin. Und schau, was passiert. Ja, schau, ich meine, ich dachte, ich auch... Und lauf, oh, so schaut's unter dem Meer aus. Yeah. So. So, damit lege ich hier jetzt davor an. Das Ding kann ich ja mal versenken. Ist. So, hier fühle ich mich jetzt cool. Ich glaube, ich habe das Ding auf Grund gesetzt. Aber naja. Ist egal. Damit nehme ich jetzt hier noch ein. Und jetzt hat sich die Sache eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch warten. Das ist... eingenommen habe. Das ist das faule Ding, sehe ich mal. Die Nikoku Maru. Ich endlich mal ausgekäst hat. So lange kann ich ja noch mit meinem Schiff umgurken. Das bringe ich mal zu den anderen Schiffen dahinter. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das mit den Minen ist. Ich sehe jetzt nichts. Und ich hoffe auch mal, dass mein Schiff dann erst gleich auf Minen läuft. Mal schauen. Wie man merkt, ist mir gerade extrem langweilig und deswegen fahre ich jetzt mit dem Schiff nur hoch rum. Nikoku Maru. So, ich versuche jetzt mal hier an dem Schlachtschiff anzulegen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Werden.
Da hinten beginnt jetzt hier schon die Landung. Route fahren. Richtung Land und wenn die es dann geschafft haben, das einzunehmen. Ist die Mission beendet. Ich weiß auch nicht ehrlich, um ehrlich zu sein, weil ich es auch nicht mehr genau, was ich hier sagen soll. Deswegen sage ich einfach nichts, was nicht optimalste ist, aber. So, wunderschön hier daneben hingesetzt, ein bisschen zurück noch. Zurück. So. Das wär's. Die Flugzeuge hier sichern die Umgebung. So. Na, wo ist das Boot? Hier war gerade noch ein Boot. Da. Ja, den Dingern hier kann ich ja mal hier drüber cruisen. Ein bisschen hier Landgefecht zeigen. Hier landen die ersten. Und das letzte Mal, als ich das mit den Amerikanern gemacht habe, habe ich meine eigenen abgeschossen. Aber jetzt weiß ich, dass die Gegner hier sind. Nein! Oh, ich habe Déjà-vu. Ich habe ein fettes Déjà-vu. Wer die US-Kampagne gesehen hat, mein Let's Play von der US-Kampagne, der weiß, was ich meine. Hier brennt auch noch das Wrack, oder? Ja. Hört man die Schüsse. Ganz cool gemacht, dafür, dass eigentlich so ein Strategiespiel ist, dass man da auf die kleinen Mainzelmännchen, kleinen Hanseln auf dem Land kämpfen sieht. So, ja, die schießen aufeinander, das heißt, kann ich gar nicht so, dass sie ein bisschen beschleunigen. Domino Day! Miau. So. So, und wenn das wieder meine eigenen waren, dann mal bei der aggressiv. Kämpfen ja immer noch. Wie viel haben die denn da noch? Das ist... Jo, jetzt habe ich meine eigenen und die Gegner gekillt. Ach so, ja doch, das wären die Gegner gewesen. Ich kann ja auch mal hier mit dem Zerstörer da ein bisschen Unterstützung geben, wenn ich sie sehen würde. Ja, jetzt habe ich alle vier Basen eingenommen. Damit ist die Mission beendet und wir sind gleich in der Auswertung wieder. Gibt im Pazifik nur noch ein amerikanisches Bollwerk, Hawaii. All ihre anderen Basen, Flugfelder und Inseln gehören uns. Bald wird die unaufhaltsame japanische Kriegsmaschinerie ganz Ostasien kontrollieren. So, das war die US-Kampagne in 38 Minuten. In Gold gemeistert, alle Ziele erfüllt. Ja, das war die 11. Mission. Als nächstes sehen wir uns in der 12. Mission. Die Mission hasse ich, vor der habe ich jetzt auch schon Angst. Beten wir, dass es nicht so schlimm wird, wie das letzte Mal, als ich sie gespielt habe. Also das ist die einzige Mission, wo ich gescheitert bin, die ich wirklich mehrmals machen musste. Weil die ist auch einfach scheiße. Naja. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Oder es hat euch überhaupt gefallen. Über Kommentare, Likes und Abos freue ich mich, wie immer. Ja. Ich sag ciao, haut rein, euer Ben2740.